In diesem Abschnitt wollen wir Ihnen zeigen, wie so ein komplexer Prozess der Errichtung und der Inbetriebnahme eines Gebäudes am besten organisiert werden kann. Ungeachtet der Größenordnung des Projektes sind wir der Überzeugung, dass 4 Ebenen immer entscheidend sind, um eine Projektorganisation auf Zeit, um eine solche handelt es sich, weil ein Bauprojekt maßgeblich nicht unendlich sein soll, zum Erfolg zu führen. Die erste Ebene nennen wir die Bauherrenebene. Auf dieser Ebene werden die wesentlichen strategischen Entscheidungen getroffen und davon nimmt das gesamte Projekt seinen Ausgang. Das ist auch die Ebene, der das Gebäude zukünftig gehört. Die zweite Ebene ist Teil dieser temporären Organisationsform. Wir nennen das die Management-Ebene, die vom Bauherrn gestellt wird. Im Zentrum dieser Management-Ebene steht der Projektleiter, der alle Entscheidungen in der Folge nach unten trifft und alle Entscheidungen nach oben kommuniziert. Dieser Projektleitungsebene steht zur Verfügung eine Reihe von Beratern. 2 davon wollen wir herausheben. Einmal jene Berater, die diesem Projektleiter all jenes Know-how beibringen, was den Bau betrifft. Wir nennen das Projekt Steuerung Bau. Und auf der anderen Seite eine Ebene von Konsulenten, die diesem Projektleiter alles das beibringen, was der zukünftige Kernprozess von diesem Gebäude erwartet, die darauf Acht geben, dass von der strategischen Entscheidung bis zur Inbetriebnahme des Projektes der Kernprozess immer im Herzen der Aufgabenstellung des Gebäudes bleibt. Gebäude, die sinnentleert sind und keinem Kernprozess dienen, sind bekanntlich nur das Grabmal und das Denkmal. Das kann man Künstlern überlassen, für alles andere braucht es Architekten und Ingenieure. Ein Zitat von Adolf Loos am Beginn des 20. Jahrhunderts. Dann gibt es eine Ebene, die mindestens so wichtig ist, und ich nenne das die Prozessführungsebene. Diese Prozessführungsebene besteht im Wesentlichen aus 4 handelnden Personen. Aus der Prozessführung Planung, aus der Prozessführung Errichtung, aus der Prozessführung Finanzierung und aus der Prozessführung Betrieb. Diese 4 Jünger, die diesem Projektleiter dienen, sind auch jene Figuren, die wir typologisch in unserem Logo hier dargestellt haben. Im Zentrum des gesamten Prozesses steht immer der Bauherr bzw. sein Entscheider, sein Projektleiter. Und dieser ist umringt von den Prozessführern der Planung, Architekten und Ingenieure sind darunter, dem Prozessführer der Errichtung, alle ausführenden Firmen sind darunter, dem Prozessführer der Finanzierung, alle Geldgeber sind darunter und dem Prozessführer der Bewirtschaftung, alle Facility Manager und Bewirtschafter sind darunter. Und das ist die 4. Ebene, das sind jene Gruppen von Männern und Frauen, die das Haus planen, Architekten und Ingenieure, die das Haus bauen, ausführende Firmen, die das Haus finanzieren, Geldgeber, und die das Haus betreiben, FM-Leute. Und diese Art der Organisationsform ist eine Organisationsform, die typologisch für alle Arten von Gebäuden notwendig ist. Jetzt werden Sie mir sagen, ein kleines Gebäude braucht doch nicht so eine große Organisation. Ja, Sie haben recht. Es gibt natürlich für alle diese Prozessführungen die Möglichkeit, dass diese auf der Ebene der Projektleitung durch den Bauherrn selbst gemacht werden. Denken Sie an Ihr eigenes Einfamilienhaus. Sie werden schwerlich einen Prozessführer Planung oder einen Prozessführer Betrieb dort haben. Wahrscheinlich vereinigen alle 4 Funktionen auf der Ebene der Projektleitung des Bauherrn in der Person ihrer Frau. Aber in großen Projekten gibt es immer diese Situation und eines muss deutlich gemacht werden. Jede dieser Rollen muss wahrgenommen und definiert werden.
egal ob von einem oder mehreren Menschen. Und wenn ich mir diese gesamte Projektorganisation ansehe, glauben wir, vom Flughafen Berlin bis zu ihrem eigenen Einfamilienhaus, kann das der richtige Weg sein, um zu einem lebenszyklusorientierten Ergebnis ihres Gebäudes zu kommen. Im Unterschied zu vielen heute gepflogenen Projektorganisationen baut diese Projektorganisation nämlich auf Konsens auf. Auf dem Konsens jener fünf Leute, die in diesem Paket den gesamten Prozess von der Wiege bis zur Bahre führen. Dazu müssen diese Männer und Frauen definiert sein. Dazu müssen diese Männer und Frauen zum richtigen Zeitpunkt, nämlich zu Planungsbeginn oder vielleicht noch früher, an Bord sein. Und dazu müssen diese fünf in einer Kultur des Konsenses zusammenarbeiten.